Seit Kanada unlängst den Verkauf von Cannabis legalisiert hat, trauen sich auch immer mehr Frauen mit Kindern offen über ihren Haschischkonsum zu sprechen. Jordana Sabitzky hat sogar eine Facebook-Gruppe für kiffende Mütter gegründet, die bereits mehrere tausend Mitglieder zählt. Von mir wird erwartet, Vollzeit zu arbeiten. Von mir wird erwartet, dass ich mich den ganzen Tag um meine Kinder kümmere. Von mir wird erwartet, dass ich mein Haus sauber halte und meine Rechnungen pünktlich bezahle. Von mir wird erwartet, dass ich die Winterreifen rechtzeitig aufziehe. Und es gibt noch viele andere Erwartungen an mich. Ich bin eine einzelne Person und Cannabis erlaubt es mir, all diese Erwartungen aufzuteilen und versetzt mich in die Lage, meine täglichen Pflichten besser zu erfüllen. Diese Mutter, ebenfalls Gründerin einer Facebook-Gruppe, geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ich gekifft habe, mache ich meinen Haushalt und spiele mit meinen Kindern. Ich bin dann viel präsenter, ich bin geduldiger. Es hilft mir im täglichen Leben, eine bessere Mutter, ein besserer Mensch zu sein. Den Frauen geht es darum, das Bild der kiffenden Mutter vom Schmuddel-Image zu befreien. Denn sie sind der Meinung, trotz ihres Cannabiskonsums verantwortungsbewusste Mütter zu sein.